war jetzt sehr ekelhaft. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deponia. So, ich muss jetzt nochmal schauen, was wir hier denn eigentlich so alles haben. Kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Männliche Aushilfskraft. Davon habe ich zwar auch eine ganze Menge, aber die behalte ich mal schön für mich. Irgendwas muss ich doch damit anstellen können. Aber was? Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Und wie hilft mir das jetzt? Besucht? Davon habe ich zwar auch eine ganze... An diesem Babyfon fehlt eindeutig die Fax. Kann sein, aber ich hab sie. Ich guck noch mal, ob wir jetzt irgendwie Baby Boso retten können. Gute Neu. Echt jetzt? Komm mit. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und heilig das, was sei denn das Funger, dann mach. So. Irgendwie bezweifle ich, dass er sich damit ködern lässt. Die Idee kann ich getrunken. Bei den Bosos zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Irgendwie bezweifle ich, dass er... Na warte, wenn ich den erstmal gerettet habe, wird er sich wünschen, er wäre lieber vom Gerüst gesprungen. Kann ich hier irgend... Oh, da ist ein Schnabeltierei. Irgendwas anderes noch machen? Es ist zu früh, um sich Gedanken um die Inneneinrichtung zu machen. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Da ist nix, da ist nix. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen, aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Wer braucht schon eine billige Kopie, wenn er das Original haben kann? Jeder weiß doch, dass bei einer Kopie wichtige Flöten gehen können. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen, aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Da suche ich doch gerade. Vielleicht sollte ich eine Falle bauen, aber hiermit könnte... Irgendwie. Das zeigt doch, man muss, sonst wirkt es nicht. Sprechen wir nochmal mit dem Therapeuten. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ach, das ist doch Zeitverschwendung. Ich mache einen Apfel. Nun, die Gurte sind in der Reinigung. Kommen Sie gern wieder.
Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwas mit diesem Rohrschachttest machen. Na gut. Damit ich an die Medikamente rankomme. Wollen wir noch? Sie wollen den Rorschach testen. Na gut. Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Huri. Also. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir. Kommen wir also. Was? Ein niedliches Vögelein. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal, machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Ich sehe einen großen Helden. Mich. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen... Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Na, 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 na. Verrückt. Ach, herrje. Er hat schon einen Job. Leuten beim Rumjammern zuhören, das kann ich auch. Zum Beispiel, diesen großen Typen mit dem Bart. Wie heißt er noch? Der Empfang ist immer noch super. Ach, Herr Jemine, ich weiß nicht weiter. Ich weiß gerade ernsthaft nicht weiter. Gut. Ich sehe eine. Ich muss Barry davon erzählen. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da Baby Bozo jetzt von retten kann. Das ist, ja. Und? Ich guck noch. Okay, hier gucken wir nur. Er hat aber sonst... uns. Finger weg! Die Antidepressiva sind... Ich bräuchte noch... Schon wieder? Ich glaube, irgendwas hat es mit dem Karten, mit diesem Rorschach-Test auf sich. Wollen wir nach? Sie wollen nach. Diesmal. Also.
Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir zumindest so ähnlich. Kommen wir als... Was erkennen Sie hier? Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich... Wieso? Das sind... Ja, schon. Machen wir einfach... Was erkennen... Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... Egal. So, das war's. Wenn Sie lieber... Aber ich hab... In dem Fall für Leute... Und bitte halten Sie sich... Was haben Sie denn da? Oh, das lag irgendwo. Und jetzt tragen Sie... Bis ich es benutzt habe. Dann löst es sich für gewöhnlich in Luft auf. Aha. Was haben Sie denn da? Oh, das lag... Und jetzt... Bis ich es benutzt habe. Aha. Das hilft mir gerade alles nicht so richtig weiter. Wollte ich jetzt zwar eigentlich auch nicht. Erst seit der 400er Reihe. Aber ab dem 260er Modell können Sie die Schlaufenheizung für einen geringen Aufpreis nachrüsten. So erhalten Sie beides. Das klassische Design und den Komfort eines mollig warmen Halsgefühls. Interessant. Gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht. Ich habe nämlich gerade echt keinen Plan, wie ich... Nein, ich mache das jetzt. Ich weiß zwar noch nicht genau wie. Zu Barry. Wenn sich Barry gut anstellt. Gute Neu. Echt jetzt? Komm mit. Oh je. Das ist aber hoch. Will nicht trommelig das, was ich hab, sei denn, das Foto wird nicht. Na, dann mach. An diesem Babyphone fehlt ein. Kann sein, dass ich in dieser Hinsicht verwirrt. Aber ich hab sie oft benutzt. Steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ort. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Na, möchte Baby Boso sein bescheuert? Stopp! Irgendwie bezweifle. Du sollst ihn damit doch nicht ködern? Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht meine... Es ist zu früh, um... Baue ich denn diese Falle? Besucht ist... Davon habe ich zwar... Besucht? Davon habe ich... Irgendwie bezweifelt. Vielleicht sollte ich... Aber hiermit könnte ich... Mein Brieföffner. Ich habe ihn schon vermisst, als Hermes mich zum ersten Mal geklont hat. Genau. Und seitdem habe ich dieses seltsame Stechen in der Magengegend. Wo ist eigentlich? Ich habe ihn genau. Wo ist eigentlich? Ich habe ihn genau. Wo ist eigentlich? Ich habe ihn genau. Wo ist eigentlich? Ich habe ihn. Wo ist eigentlich? Ich genau. Gut, das funktioniert also auch alles nicht.
immer noch super. Na? Stopp! Irgendwas fehlt doch noch. Ich weiß aber nicht genau was. Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade sogar sehr. Dass das noch gar nicht geht. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Das zeigt doch nur, wie wenig du von Heldentaten verstanden musst, sonst wird... Nach dem Blauen haben wir ja schon geguckt, aber wir versuchen mal hier weiterzumachen. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Hier gibt es scheinbar nicht ganz so viel. Korridor! Keiner da. Ah. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst von nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie einen Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts eine Ahnung und hast doch nur eine Meinung. Und es ist okay so. Dann hust du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's so. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich nennte? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Also, oh Gott, wenn ich ihn nicht ernsthaft? Dann bist du selber schuld daran, willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy-Dodo, Cowboy-Dodo, Dip-Dap-Dodo, schau mich an. Ey, Cowboy-Dodo, Spot auf den Cowboy dabei. Was erfinden da dazu? Der Organ ist ein Cowboy-Dodo-Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Schon heißt es Goodbye, Deponia. Titel gespielt. Goodbye, Deponia. Schicksal nicht diesen blöden anderen Rufus überlassen soll. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Sackheinis. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss. Hey! Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Hey! Solange da was drauf. So ein Quark. Die ist mit einem. Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Gut, scheinbar gibt es hier für Rufus keinen Weg, sich zu verstecken. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Na gut. Ja, hier scheint es im Moment auch nicht weiterzugehen. Ich sehe gerade, die Folge ist sowieso vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.